Also wenn sie auf irgendwen rumhacken können, da sind die Menschen immer ganz schnell dabei. Ja oder so. Meine Nichte liebt die kleinen Marionetten, die es dort gab. Die aussehen wie Hunde. Ich wollte ihr eine zum Geburtstag schenken. Kaufen Sie ihr einen echten Hund? Nein, sie ist eine verantwortungslose kleine Göre, der man höchstens ein Stück Holz anvertrauen kann. Na, das ist ja nett. Weißt du, deine Schwester, dass du über ihr Kind so redest? Vermutlich nicht. Was ist denn das hier überhaupt? Wieso soll ich denn hier hin? Hä? Hier 4, 6, 5. Bin mir nicht so sicher, ob das hier alles so toll ist. Oh! Was ist denn das Schickes? Ein Flickzeug. Na, das ist ja auch hübsch hier. Wir haben noch ein paar Credits. Fly. You can fly. Ne, was doch? You can fly any plane. Okay. Jetzt ganz neu für Dummies. Wir bringen ihnen bei, wie man jedes Flugzeug fliegen kann. Fly for Dummies. Ach ja. Okay, da geht's rein. Was ist das hier? Da müssen wir hin. Anomalie festgestellt. Tracing-Programm initialisiert. Na komm schon. Na komm, hau ab. Wieso kommt er da eigentlich trotzdem so durch, obwohl man das verstärkt? Ich glaube, die Verstärkung ist völlig für den Popo. Ja, das schaffe ich doch nie. Okay, vergiss es. Vergiss es, vergiss es. Vielleicht muss ich auch ein bisschen Hacking mal skillen. Oder... Warte mal, vielleicht kommt man da oben irgendwie rum. Ja. So bestimmt. So ganz bestimmt. So. Was haben wir denn hier oben? Teile. Oh, was haben wir hier? Eine Waffe. Nehmen wir mit. Kann man ja gebrauchen. Aber wir haben ja keine Lüftungsschacht und nix. Was wir kaputt hauen könnten, denn. Ja. Aua. Mein Gott, das ist ja nur ein kleiner Sprung. Muss ich nicht immer gleich halb sterben hier? Okay, für Pikes. So. Hört zu, ich muss gehen. Ich melde mich später. Probleme? Nichts, womit ich nicht klarkomme. Wir warten nur noch auf Chicane. Erzählen Sie mir von der neuen Spur, die Intellicam-Aufnahmen. Die Staatspolizei hat sie heute Morgen schwer beschädigt abgeliefert. Aber Cheng hat gezaubert und ein paar Bilder wiederhergestellt. Ein Opti im gelben Hoodie lässt Taschen an den Detonationsstellen der Bomben fallen. Gibt's eine Gesichtserkennung? Identifikation? Gesicht ist nicht erkennbar. Aber die Taschen sehen aus wie die, die Talos Rucker und seine Helfer im Utolek-Komplex benutzen. Mal was Neues. Drei Anschläge in Prag in 6 Monaten. Alle nachdem der Anführer der ARC in dieses Ghetto gezogen ist. Rucker muss sich zu diesen Anschlägen äußern. Da kommt Chicane. Ja, ich habe mein Taxi.
oder sie zu früh? Sie kommen genau rechtzeitig. Agent Jensen hat gerade zugestimmt, Drucker herzubringen. Rein, abgreifen, raus. Sollte kein Problem sein. Dann haben wir ihn schon für schuldig erklärt. Wir wollen nur mit ihm reden. Zu unseren Bedingungen. Und ohne, dass er von Fanatikern umringt ist. Golem an sich ist nicht das Problem. Zu Rucker zu gelangen schon. Das Ark-Gebiet ist schwer bewacht. Da kommt niemand rein. Nicht mal die Staatspolizei? Sie kann nicht. Rucker ist nicht zwangsweise in Golem City. Er hat sich eingekauft. Es war Erpressung. Er hat gedroht, Beweise für Menschenrechtsverletzungen vorzulegen, die der UN-Sicherheitsrat unter den Teppich gekehrt hatte. Die tschechische Regierung war gezwungen, ihm einen Teil des Utulek-Komplexes zu übergeben. Eine Immobilie als Schweigegeld sozusagen. Er hält sich bedeckt und garantiert Sicherheit für sich und seine Anhänger. Clever. Wie komme ich rein? Ich habe einen Deal mit einem Ark-Anwärter namens Tibor Sokol. Wir holen seine Familie aus dem Komplex raus, wenn er sie an den Ark-Kontrollen vorbeibringt. Trauen Sie ihm? Wir müssen. Es ist unsere einzige Chance. Sokol trifft sie in einem Apartment im Wohnviertel. Nummer 237. Fragen? Rucker. Auf mich wirkt Rucker eher wie ein cleverer Politiker als ein Terrorist. Heutzutage sind die Grenzen verschwommen. Aber Rucker war ein anerkannter Arzt ohne Militärausbildung. Oder übersehe ich hier etwas? Rucker hat Überzeugungen und glaubt fest an seine eigene Rechtschaffenheit. So ein Mann kann leicht zum Terroristen werden. Der Mann ist ein Eiferer. Er ist ein Verdächtiger. Bringen Sie ihn her. Okay. Sie glauben wirklich, die Ark ist für diese Anschläge verantwortlich? Für alle? Die Ark hatte jedes Mal Mittel, Motiv und Gelegenheit. Sogar Dubai? Rucker und die Coalition sitzen in Golem City fest und stehen ständig unter massiver Polizeibeobachtung. Golem ist kein Konzentrationslager. Wer richtig schmiert, hat Papiere und kann kommen und gehen, wie er will. Das kann ich kaum glauben. Dann bringen Sie mir den Gegenbeweis. Schaffen Sie Talos Rucker her, Agent. Okay, gut. Bringen wir es hinter uns. Melden Sie sich, wenn Sie Rucker haben. Entschuldigung, weil nicht. Verdammt, Jensen. Wenn ich Sie ansehe, kann ich kaum fassen, wie viele Klunker Sie haben. Sind Sie eigentlich zufrieden mit der Schwarzmarkt-Scheiße? Sehr sogar. Sie sollten auch darüber nachdenken. So wie Sie hinken. Nein, ich mag mein Hinkebein. Ich bleib ehrlich. Können wir? Was soll denn heißen, ehrlich? Sie sind bei der Sache mein einziger Backup. Ich will wissen, ob ich mich auf Sie verlassen kann. Das können Sie. Ich war 10 Jahre in der SAAF und 5 Jahre im Privatsektor der Fifi von Schlipsträgern. Und ich habe nie einen Passagier verloren. Wie viele Jahre bei der TF-29? 2. Also 1,5 Jahre mehr als Sie. Wollen Sie noch mehr Zeit mit Lebensläufen verschwenden? Oder trauen Sie mir zu, dass ich mit dem Job fertig werde? Na, ich weiß ja nicht. Sehen wir es durch. Gut, schnallen Sie sich an. Bin ich ja mal gespannt, wie die Leute hinbringen. Dr. Rucker, der Anführer der ARK, hat den Anschlag zwar scharf verurteilt, aber gut informierte Quellen behaupten, dass Rucker und die ARK selbst für den Anschlag verantwortlich waren. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen, aber angesichts des bevorstehenden Humanrestriktionsvotums... Interessantes Vorbereitungsritual haben Sie da. Sind Sie bereit, ihn zu erledigen? Ich habe den Befehl, nicht zu töten. Tatsächlich? Hätte gedacht, er hat es sich verdient, alles zu eliminieren. Wie weit ist es noch? Nähern uns jetzt dem Ziel.
viele Landeplätze gibt's da nicht. Irgendeinen Wunsch? Fliegen Sie so weit runter wie möglich. Den Rest mache ich. Was immer Sie sagen, Boss. Na, das ist ja hübsch. War unschön. Jensen, sind alle Ihre Teile noch da, wo Sie hingehören? Alles okay. Wie nah haben Sie mich zur Position unseres Kontakts gebracht? Wohneinheit 237. Nicht vor seiner Haustür, Jensen. Der Wohnsektor liegt direkt vor Ihnen. Ich gehe jetzt auf Autopilot und trinke einen Kaffee. Sagen Sie mir Bescheid, wenn es interessant wird. Okay. Das ist ja auch hübsch hier. Oh Mann, ey. Tut es noch sehr weh. Ich wünschte, ich könnte mehr tun. Sie gehören nicht hierher. Aha, okay. Über solche humanitären Katastrophen wird normalerweise intensiv berichtet und das Ausland schickt Hilfe. Aber weil es Augmentierte sind... Tja. Fernsehen. Was ist das denn für einer? Sieh dich um. Ich werde nicht lange hier sein. Sieh dich um. Ich werde nicht lange hier sein. Schön. Versuch gar nicht erst höflich zu sein. Schwören Sie ab. Ich hab's versucht. Aber es hat nicht geklappt. Es ist keine Hoffnung. Oh mein Gott. Das ist ja die beste Stadt, die es gibt hier. Sie haben nicht zufällig ein bisschen Neuropozin übrig? Ich hab, was Sie suchen. Aber Neupo ist nicht billig oder leicht zu bekommen. Frisch vom Boot und schon ein alter Hase, okay? Aber Bargeld ist hier ziemlich selten. Ich handle lieber mit Informationen. Was für Informationen? Erst das Neuropozin, dann sehen wir weiter. Naja, gut. Und was haben Sie für mich? Es gibt einen sogenannten Markt in diesem Komplex. Auf dem Weg dorthin kommen Sie an Lagereinheiten vorbei. Ich höre. Eine davon gehörte einem meiner Patienten. Ein Freiheitskämpfer, der sie nicht mehr braucht. Vielleicht ist etwas Nützliches drin. Hier, der Code. Ich sehe es mir an. Ich gebe Ihnen einen Rat. Verhalten Sie sich unauffällig. Gollum City ist schon in guten Zeiten zwielichtig. Und davon sind wir heute weit entfernt. Warum? Was ist passiert? Haben Sie nicht gehört? Terroristen wollten den Rusika-Bahnhof sprengen. Und obwohl die Leute hier nichts damit zu tun haben können, brauchen die Bullen einen Schuldigen. Polizei? Wo ich herkomme, helfen die Cops den guten Jungs. Welcher Planet ist das? Denn da, wo ich herkomme, rüstet die Polizei seit Jahren militärisch auf, verschwendet Geld und sorgt für jede Menge Misstrauen bei den Leuten, die sie beschützen soll. Ist es das, was in Gollum City vorgeht? Sowas passiert überall. Aber die Bullen in Gollum sind schon was Besonderes. Sie kontrollieren alles. Lebensmittel, Drogen, Neuropozin und nicht alle mögen uns Optis. Okay. Diese Cops. Suchen Sie Mitglieder der ARC? Wir sind für Sie alle Mitglieder der ARC, so oder so. Und einige von uns haben tatsächlich schlimme Dinge getan. Aber nicht das, was der Rest der Welt uns vorwirft. Unterstützen Sie die ARC? Warum nicht? Die Augmented Rights Coalition hatte anfangs die besten Absichten. Wollte ohne Gewalt gegen Ungerechtigkeit vorgehen und die Rechte der Augmentierten stärken. Okay. Aber nach meiner Erfahrung führen die besten Absichten oft zur Katastrophe. Das mag sein, aber im Moment halten nur Talis Rucker und die ARC die Leute in Gollum am Leben. Glauben Sie mir, Sie sind die Guten. Ich habe den Eindruck, für Sie sind die ARC und Talos Rucker so eine Art augmentierte Robin Hoods.
Wie gut kennen Sie den Mann? Ich habe Talos vor Jahren in Indien getroffen. Wir waren beide freiwillige humanitäre Helfer. Ist er ein guter Mann? Die Presse sagt, er ist ein Narzisst. Er hat seine Fehler. Aber glauben Sie nicht alles in den Pikes Nachrichten. Besucht er oft diesen Bereich des Komplexes? Ja, hören Sie, Sie stellen aber wirklich ziemlich viele Fragen. Das ist mein neues Zuhause. Bisschen viel auf einmal. Ich wollte nur ein paar Hinweise. Okay, Lektion 1. Behandeln Sie andere mit Respekt und Güte, falls möglich. Aber trauen Sie ihnen erst, wenn Sie sie gut kennen. Verstehe. Okay. Danke für die Warnung, Doc. Hoffentlich beherzigen Sie sie. Ja, mal schauen, ne? Was haben wir denn hier? Dr. Martin Onsima an Hanisha Dazi. Doktor, danke, dass Sie versucht haben, Lex um mir zu helfen. Ich weiß Ihre Mühen wirklich zu schätzen, aber gestern ist er von uns gegangen. Die Leute sagen mir, wenigstens habe er nicht gelitten. Damit ich mich besser fühle, aber das tue ich nicht. Es ist nicht Ihr Fehler. Sie wollen nur nett sein, nehme ich an, aber ich würde Sie am liebsten anschreien, wenn Sie das sagen. Er fehlt mir so sehr, ich will hier nicht alleine sein. Sie sollen wissen, dass Menschen wie Sie der einzige Grund sind, warum ich weitermache. Und ich hoffe, Sie haben in Zukunft mehr Glück, wenn es darum geht, Medikamente zu beschaffen. Lex hatte ein paar Sachen in seinem Lager in der Nähe des Marktes, falls das hilft. Ich denke, es waren Maschinenteile oder etwas in der Art. Mit 2046 kommen Sie rein. Vielleicht können Sie der Arki auf diese Weise mehr Lebensmittel und Medikamente besorgen. Okay. Oje. Die sieht auch nicht mehr richtig lebendig aus. Oh Mann, ey. Lieber Oskar, natürlich vergebe ich dir. Ich wünschte, ich könnte bei dir sein und dir helfen. Bitte halte durch, es gibt immer Hoffnung. In Liebe, Mama. Hallo Mama, ich weiß nicht. Ich weiß, ich habe mich länger nicht gemeldet. Ich bin jetzt in Golem City. Ich weiß, du hast mich davor gewarnt, mich augmentieren zu lassen. Du hast gesagt, ich würde zerstören, was Gott mir geschenkt hat. Auch daran erinnere ich mich. Vielleicht hattest du recht. Keine Ahnung. Es ist schrecklich hier. Die Ark hat Helfer, die uns nach Kräften mit Neuropozin versorgen. Aber es reicht nie für alle. Dabei sind die Schmerzen unerträglich. Also bin ich auf Neon umgestiegen. Anfangs war es bestens, aber jetzt kann ich nicht damit aufhören. Ich weiß nicht, wie lange ich durchhalte. Es tut mir schrecklich leid. Denkst du, du könntest mir vergeben nach allem, was ich dir getan habe? Der Oskar. Der Oskar sieht ein bisschen tot aus. Der Oskar ist tot. Oh Mann. Okay, der schläft. Kommen Sie, nicht einschlafen. Er schläft auch. Oje, oje, oje. Das ist nicht schön hier. Ja, auf Tschechisch bitte. Fernsehen. Was haben wir hier? Funkgerät. Halt die Klappe. Halt die Klappe, denn du bist kacke. Komm ich da irgendwie ran? Okay. Da kommt nichts. Ja, warte da. Haben wir noch ein paar Zubehörteile. Terminal locked. Level 3. Alter, dauert das lange. Das dauert ja lange. Oh.
Oh, sind noch ein paar Sachen drin. Ja, das ist ja schön. Wir haben auch noch ein paar Sachen. So. Oben haben wir auch noch was. Okay, was haben wir denn hier mit? Ach. Geh doch mal weg. Tracing-Programm initialisiert. Na gut. Automatische Büroabwesenheitsmitteilung. Sie erhalten diese automatische Mitteilung, weil ich zurzeit nicht im Büro bin. Danke für Ihre Geduld. Sehr geehrte Walter Burke. Ich weiß, dass es unorthodox ist, Sie direkt zu kontaktieren, aber die Lage hier gerät langsam außer Kontrolle. Ich kann mit Sicherheit sagen, dass die Polizei unsere Hilfslieferung stiehlt. Ich habe gestern mit Dr. Logan gesprochen und er hat erwähnt, dass er unweit des Reviers mehr als 100 Kohlewasserfilter in einem Abwasserkanal gesehen hat. Ich hatte diese Wasserfilter mit der letzten Lieferung erwartet und hier sind sie nun völlig nutzlos. Ich habe wegen der gestohlenen Lieferung die Ark um Hilfe ersucht. Talos Trucker will dafür sorgen, dass etwa ihr weitere Hilfslieferungen der Organisation nach Utalek sicher bei uns ankommen. Bis dahin hat die Ark uns freundlicherweise frisches Gemüse aus ihren Treibhäusern zur Verfügung gestellt. Walter Burke, ich weiß, wie sehr diese Anfrage Ressourcen der Organisation belastet, aber diese Menschen sterben. Bitte melden Sie sich. Okay, hier geht es halt darum. Ah, das ist die Antwort darauf. Okay. Seien Sie gegrüßt, bla bla bla. Zugangscode 9990. Okay. Was ist dieser Zugangscode hier? Ja, 9990. Achso. Dann muss er schon freischalten. Jetzt hör doch mal auf, immer die Waffe zu ziehen, Mensch. Dann nehmen wir mit. Dann nehmen wir mit. Wir machen wieder zu und war keiner bei. Außer der Typ, der immer seine Waffe zieht. Der ist halt dabei gewesen. Weil der immer dabei war. Oh Mann. Also wenn das die Zukunft ist. Machen wir das. Also am liebsten möchte ich dir direkt paar auf die Nuss geben. Sie haben schon eine Freigabe für diesen Kontrollpunkt. Ja, ich habe eine Freigabe für diesen Kontrollpunkt. Mann, Arsch, ey. Schade, dass ich dir nicht direkt eine hauen kann. Ich meine, kann ich schon, aber... Ich habe ja nichts davon. Schön, dass hier überall Credits rumliegen. Okay. Entschuldigung. Vielleicht mache ich das. Jemand muss sich wehren. Das hier ist doch kein faschistischer Polizeistaat. Ruhe jetzt. Sonst werden wir noch verhaftet. Oder Schlimmeres. Könnte passieren. Was haben wir denn hier? Ersatzteile. Irgendwie liegen hier Sachen rum. Was? Flachzange? Ach, da hockt ja einer. Was, den habe ich sofort gesehen. Sofort. Nicht. Was machen die denn hier? Oh Mann. Funkgerät, ach, halt die Klappe.
Halt doch die Klappe. Wie muss ich hier runter dran sein? Ja, klar. Ich bin ein echter Held. Ich krieg bestimmt ein Denkmal auf dem Hauptplatz und so. Wenn ihre Schwester bei der Ark ist, können nur wir ihr helfen. Ich weiß, wie sie Leuten helfen. Sie horten das Neupo und verteilen es als Belohnung, wenn wir uns gegenseitig verraten. Ist es dafür nicht etwas zu spät? Okay. Ja, ich muss wohl irgendwo da unten hin, wenn ich das richtig sehe. Aber dann gehe ich mal hier wieder rum. Warte. Was nehme ich mit? Weiß ich, brauche, kann ich zumindest verkaufen. Bin ja nicht da. Ich nehme mir die Sachen von Fremden und verkaufe sie einfach. Die Scheiße dampft. Da wollen sie nicht auf der Straße sein. Und das Polizeirevier wäre noch schlimmer. Mein Herr. Das ist nicht beschädigt. Wie ein guter Junge. Was ist die letzte Warnung? Was wollen Sie denn noch tun, was Sie noch nicht getan haben? Hände hoch! Sie sind verhaftet! Natürlich. So läuft es. Oje, ja oje. Sie sind kein Märtyrer, sondern ein vorlauter Idiot. Zu beschuldigen. Vielleicht. Lasst mich in Ruhe, ihr Fackel! Ja, ja. Ich gehe heute kein Risiko ein. Nicht mit Ihnen, nicht mit Ihnen. Ja, mach du mal. Oder auch nicht. Ich glaub's nicht. Was denn noch? Welche Lügen erzählen Sie mir jetzt? Tut mir leid, dass ich störe, aber ich will zu Sokol. Er erwartet mich. Zu welchem? Meinem Mann Dujan oder seinem dummen Bruder Tibor? Ist aber vermutlich egal, denn die Polizei hat beide in die Enge gebracht, um durch Folter Antworten zu erhalten, die sie nicht haben. Es war ein harter Tag, vor allem hier, das sehe ich. Aber vielleicht kann ich helfen, was ist passiert. Kann Ihnen doch egal sein. Mein Mann ist weg. Tibor sagte, er kann uns aus Golem City rausbringen. Ein Kontakt... Warten Sie, wer sind Sie überhaupt? Ich bin der Kontakt. Dann gibt es vielleicht eine Chance. Es gibt immer eine Chance. Tut mir leid. Sonst nehmen sie nur ARK-Mitglieder mit. Tibor gehört dazu, der kennt das schon. Nach den Bomben sind sie gekommen, um Tibor abzuholen. Mein Dujan fragt nach dem Grund und schon muss er auch mit. Er hat nichts getan. Nichts. Wissen Sie, wohin sie gebracht wurden? Das sagte ich doch schon. In die Enge. Statt dumme Fragen zu stellen, könnten sie mal was unternehmen. Ich weiß, dass es schwer ist für Sie. Es geht nicht um mich, sondern um meine Familie. Ja, deshalb will ich helfen. Dann tun Sie das auch. Ich muss hier sauber machen. Okay. Solos Apartment gehen, Tibor in die Enge finden. Jo, dann haben wir ja unseren nächsten Auftrag, würde ich sagen. Und werden dann in der nächsten Aufnahme direkt hier weitermachen. Mein Gott, ist das laut hier. Ja, mit dieser Folge machen wir dann erstmal Schluss an dieser Stelle. Wie gesagt, in der nächsten Aufnahme geht es dann weiter. Wenn euch die Videos gefallen haben, lasst mir einen Daumen da, schreibt einen Kommentar. Und wir können dann gespannt sein, wie es hier weitergeht in Golem City. Mein Name ist Drehwerk und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao.